Heute treffen Nord- und Südtirol aufeinander. Meine Spezialisten heute aus Nordtirol, Manfred Zösch, herzlich willkommen. Grüß dich. Und aus Südtirol, herzlich willkommen, Luis Luisner. Grüß dich. Ich freue mich sehr auf das Treffen heute zwischen Nord- und Südtiroler. Gleich mal zu dir, Luis, wie war die Anreise? Ja, ist gar nicht so einfach gewesen, weil ich mit dem Auskennen habe es nicht so. Aber jetzt haben wir ja so ein Kastel gekauft. Da gibt es ja die kleinen Kastler, da ist ein Weiberz drin, die kennt sich überall aus, die Navigation. Und dann habe ich recht flott hergefunden. Aber wie ist das so ohne Führerschein? Weil du hast ja nicht einmal einen, stimmt das? Ja, halt braucht man keinen wahrscheinlich. Wenn man nachdenkt, wie oft man eigentlich Leute kontrolliert wird, dann rentiert sich soll nicht wegen seinem Führerschein machen. Ja, haben Sie die noch nie aufgehalten, oder? Nein, ja, probiert wohl nicht einmal, aber halt habe ich ein schnelles Auto. Manfred, ihr kommt aus verschiedenen Teilen Tirols und habt auch ganz verschiedene Berufe. Der Luis ist zum Beispiel Bergbauer auf 1400 Meter Seehöhe. Was macht der Manfred Zösch so? Also ich bin Kfz-Techniker beim ÖMTC untertags und auf Nacht stehe ich oft auf der Bühne als Komödiant. Was kann man sich darunter vorstellen, kabarettmäßig? Ja, ich habe ein eigenes Bühnenprogramm und schlüpfe in verschiedene Rollen, in mehrere verschiedene Rollen und da unterhalte ich halt die Leute, so gut es geht. Manfred, geboren bist du in Graz, aber aufgewachsen in Nord- bzw. Südtirol. Meine Eltern sind vom Ultental, beide, also genetisch bin ich Ultner. Und die sind an Stausee, haben sie weichen müssen, sind in die Steiermark ausgewandert, haben dort noch die meisten Kinder gekriegt. Also wir sind 6, 4, sind in der Steiermark auf die Welt gekommen. Und nachher sind wir nach Nordtirol gezogen und die Sommer haben wir als Kinder immer bei den Großeltern im Ultental verbracht. Deswegen habe ich eine ganz starke Beziehung dazu. Apropos Ultental, Luis, da gibt es ja eine ganz bekannte These von dir, dass die Wiege der Menschheit eigentlich im Ultental liegt. Ja, muss auch nicht direkt in Ulten sein, einmal in Südtirol, gell? Weil der erste Mensch auf der Welt ist ja ein Südtiroler gewesen, gell? Der Adam, kann man ja beweisen, weil er hat schon einen Äpfelbaum gehabt und von seinem sind die ganzen Menschen entstanden. Aber wir Ultner oder wir Südtiroler sind ja ein Auswanderervolk. Wir sind ja auf der ganzen Welt, du kannst schon hinfahren, wo du willst, findest du überall Südtiroler. Einer von den bekanntesten Südtiroler, der, was leider vorher so verstorben ist, ist der Michele gewesen, mein Nachbar von Jaxenhof oben, gell? In Amerika ist er berühmt geworden als Michael Jackson zum Beispiel. Interessante These, das heißt ja eigentlich, dass alle Männer mit dir irgendwie verwandt sind. Das erklärt einiges. Aber wie schaut es jetzt mit der Eva aus? Die hast du noch nicht ganz gefunden, oder? Nein, das ist auch nicht so leicht. In Ulten sind schon ein Haufen falsche Weiberleute, aber die kann ich nicht heiraten, weil sie verwandt sind, gell? Mhm. Und dann, es ist das so, gefallen hat mir schon ein paar, aber die Mama von mir, soll ich echt der Maßstab und dann ist schon nicht gar so einfach und dann steht das so leicht. Ja, an was liegt denn? Was glaubst denn du? Ja, weil wenn ich es nicht weiß, jemand ausschauen kann es nicht liegen. Nein, weil, gut, früher vielleicht, weil ich jung gewesen bin, ich habe nicht einmal so ausgeschaut wie jetzt, ich bin ein bisschen schüchtern gewesen, weil ich ein Junger so schier gewesen, Junger, wegen die Zähne so schier Zähne gehabt. Ah, verstehe. Aber mit den Neuen. Passt, eigentlich super. Ja. Der Luis ist auf alle Fälle noch auf der Suche nach der Eva. Du hast deine ja schon gefunden. Wie lange bist du schon verheiratet? Ich bin schon über 26 Jahre verheiratet mit der gleichen Frau. Und die habe ich in Hall kennengelernt. Obwohl sie aus Südafrika ist, sind wir in Hall zusammengekommen. Kinder gibt es auch? Ja, 4. Mhm. Und alle von der gleichen Frau auch. Also das muss man heutzutage ja erwähnen. Sind aber schon, die meisten sind schon erwachsen. Wie ist es jetzt so bei deiner Familie? Wie findet deine Familie deinen Humor? Ja, eigentlich recht gut, weil eigentlich hat mich meine Frau entdeckt, so richtig. Ich meine, ich war immer schon gerne auf der lustigen Seite, aber ich war relativ schüchtern. Und meine Frau, die hat wahnsinnig viel Temperament und die hat mich wirklich dazu genötigt, dass ich mal irgendwas mache draußen und ein bisschen Gas gebe. Aber eigentlich so der Spitzbub, der ist schon in dir drin, weil sonst kannst du das ja nicht machen, oder? Ja, das habe ich geerbt von der Familie. Wir sind auch, wie wir als Kinder im Ultental waren, die Verwandtschaft ist ein fürchterlich, also was wir als Kinder eigentlich mitgemacht haben, aber es war schon tolle Zeit. Und das Gleiche macht ihr auch mit einer Familie, habe ich gehört, da gibt es ja immer wieder mal so ein paar Spaß. Ja, schöne Abenteuer. Also die Kinder sind bei mir schon ein bisschen eigen aufgewachsen, weil ich habe die immer mit Geschichten aufgezogen. Ich habe Gold vergraben, damit sie Gold finden daheim, ich habe einen Propeller vergraben, damit sie ein Kriegsflugzeug finden und das soll die Fantasie ein bisschen anregen. Mhm. Das ist ganz wichtig und die Kinder haben eine tolle Kindheit gehabt. Du bist der Kabarettist und hast den Luis sozusagen eigentlich erfunden. Ja, der Luis ist schon da gewesen. Der ist gleich in Manfred drin gewesen,
Weißt, und er hat dann aufgeweckt eigentlich. Ich meine, das kann die genauso sagen, ich habe den Manfred entdeckt. So. Es ist schon oft so, dass bei den Menschen zwei Persönlichkeiten drin sind. Gell? Bist du jetzt ein Mensch, der gern vor Leuten auftritt? Eigentlich schon, eigentlich sehr gern sogar, nur habe ich das früher nicht gewusst, weil ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht in der Schule. Da war ich, bin ich gern Schule gegangen und wenn man so etwas vortragen hat müssen, das war nicht mein Ding. Aber mittlerweile, das hat eben meine Frau entdeckt, vor großem Publikum ist es gleich, ob da 10 Leute sein oder 10.000, haben wir auch schon erlebt. Also ich mache das wahnsinnig gern, weil man spürt mal Feedback und das ist schon toll, das ist ein total ein tolles Gefühl. Aber eigentlich wolltest du ja zum Film, ist das richtig? Du wolltest eigentlich Filmmacher werden. Ja, als Kind wollte ich immer Filmemacher werden. Angefangen hat es schon mit 10, 12 Jahren wollte ich Trickfilmzeichner werden, weil mich das unheimlich fasziniert hat, die Bilder in Bewegung zu setzen. Ich habe kistenweise oder schachtelweise so Daumen-Kinofilme gemacht, in Farbe, nicht nur mit den Strichmandeln. Hat mich unheimlich fasziniert. Dann habe ich mir Filmprojekte gebaut und probiert mit Fischertechnik. Für mich das einfach Filme machen, super 8 Filme habe ich einige gemacht. Wie noch das Video gekommen ist, ist mir das zu kompliziert geworden, weil am Anfang das hat man nicht schneiden können. Und das wollte ich eigentlich schon machen, nur fehlt mir natürlich das Talent dazu, da bin ich noch später drauf gekommen. Und das Genaue, ich bin eher ein bisschen so ein Schlamperer, es muss schnell gehen und das geht beim Film nicht. Aber es war ein schöner Beruf. Wie ist es jetzt so mit den Sprachen oder Dialekten? Versteht der Nordtiroler den Südtiroler oder umgekehrt? Oder gibt es da überhaupt Probleme? Nein, Nord- und Südtirol ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil es ist ja, nur ein leichter Dialektunterschied. Wobei, halt, Moment mal, bevor du weiterredest, gell? Wisst es überhaupt, wie die Sprachen entstanden sind? Ha? Ja, ganz kurz erklärt, die Sprachen, weil der Adam ist ja der erste Mensch gewesen. Ich sag die Kirche, gell? Aber es gibt eine andere Theorie von einem Engländer, von Karl, von Darwin, Charles Darwin, der hat gesagt, dass wir alle aus Afrika kommen, gell? Afrika. Und auch wenn wir aus Afrika kommen, müssen wir reden wie Afrikaner, gell? Aber die Sprache hat sich verändert. Unterwegs bei der Völkerwanderung, weißt du? Zum Beispiel die Afrikaner reden, Wagamangwela, Nidjidakulmangw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 
Das habe ich mir müssen aufschreiben, weil ich ein irrsinnig schlechtes Gedächtnis habe, einen Schwindelzettel mit. Also im Jänner, am 26. Jänner in Kufstein, in der Kulturfabrik, am 27. Jänner in Tuxtrain, nachher und am 28. bin ich in Absam oben, also Vorprogramm, da ist ja ein Ball. Am 1. Februar bin ich in Ladis, am 2. Februar bin ich in Jenbach, am 3. März, am 8. März in Lienz, am 22. März in Lienz und am 17. März in München im Schlachthof, ist ein bisschen weit. Und die anderen Programme, nachher machen wir aus dem Plan. Im Herbst bin ich nachher wieder in Innsbruck wieder einmal mit einem neuen Programm. Da gibt es ein neues Programm im Hafen. Und Südtirol natürlich noch, also so viel es geht. Kärnten ein bisschen. Ja, ja, wenn man mich daheim anschaut oder anlösen will, es gibt DVD, also das sieht man auch auf dem Bild. Und eine CD von letzten Programm und auch eine Musik-CD gibt es auch noch. Eine Musik-CD? Ja, du singst. Du singst? Ja, halbwohl. Und wir schauen jetzt ganz kurz in die DVD rein. Es war ich heute halt einen Haufen Kinder sich und Jugend, gell? Da oben sein muss ich mich bedanken. Weil die Jugendlichen und die Kinder, die schauen allem YouTube. Und es Kinder, es mag ja ein paar Filme recht gerne und nicht sehe ich. Gell? Welcher gefällt dir am besten? Gleich. Ich habe ja Vorbildfunktion bei den Filmen. Gell? Nicht alle. Was Carabinieri niederführen? Nein. Katz niederführen? Nein. So Hände? Nein, nicht vorbildlich. Und einer ist also eine Art Lehrfilm. Man soll nie mit dem Auto besoffen fahren. Ja, ich habe einen Film mit, wo den Zeugen genommen, einen YouTube-Film Zeugen. Mit dem Auto besoffen fahren ist nicht wirklich empfehlenswert. Ich sage jetzt kurz Gott, dass wir ein bisschen einen Lehrfilm angezeigt haben. Ahaha, das ist ja so hitzgewehen. Aber jetzt muss ich geschwind heimfahren. Bevor ich gespielt. Was geht? Kann ich nicht jetzt gewesen. Teufel sind jetzt auch nicht ein Carabinieri aus der Niedergeführt. Habe ich der schimpft? Da kommt man von nicht von Auto raus, weil ich eingeklemmt bin, gell? Und wenn ich jetzt zurückfahren darf, straft er mich. Dann lass das Auto lieber stehen, schön gescheiter. Weil vielleicht habe ich nicht die Gläser zu viel erwischen. Geh halt mal zu Fuß. Mann. Da darf ich mich bei dir, Manfred, auch herzlich fürs Dabeisein bedanken, toi, 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 für deine Zukunft. Und ihr kriegt natürlich beide ein Geschenk von mir. Einmal für den Luis, alles, was ein Mann wissen muss. Dankeschön. Bitte. Mhm. Und für dich noch mehr unnützes Wissen. Dankeschön. Vielleicht kannst du irgendwo einbauen. Danke für die Einladung. Danke. Danke fürs Dabeisein. Bei Ihnen darf ich mich auch recht herzlich bedanken. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind beim nächsten Hautnah, egal ob Sie in Nord-, Südtirol oder ganz woanders daheim sind. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, alles Liebe. Okay.